Moin Freunde, so, ich bin heute unterwegs am zweiten Urlaubstag von 5 Wochen, Nummer 2. Wetter ist schön, bisschen bewölkt, ist aber im Moment noch egal. Ich fahre jetzt erstmal zum Q-Pendler in die Eifel und hab den ersten Servicetermin am Bike, den ersten und letzten, den ich auch beim Händler machen lasse. Und danach geht's auf eine Runde Biken. Ich habe da schon was gefunden auf dem Weg und ich würde sagen, wir sehen uns später. Peace. So Freunde, wir sind jetzt hier irgendwo Naturpark Eifel. Jede Menge Wiesen und Wege und keine Menschen. So mag ich das. Bike ist fertig, Service ist erledigt. So, laut Komoot muss da hinter den Bäumen irgendwo der Obersee sein. Gucken wir mal, dass wir da hinkommen. Also Trails sind hier nicht wirklich. Die sind eher so Wanderwege, Forstautobahnen, sowas, nichts Besonderes. Aber es lag auf dem Weg und warum nicht, ne? Wetter spielt mit. Alles klar, Freunde, ich gehe biken. Wir sehen uns später. Peace. So, Komoot hat nicht gelogen. Hier ist der See. Sind noch ein paar Meter bis runter. Und die Wege werden auch schmaler. Alles klar, bis später. Könnt ihr das hören? Die Speichen sind ganz schön am Knirschen, am Klackern. Hört sich an, wie als ob man Motorrad abstellt und der Auspuff nachglüht. Weiß nicht, ob es die Speichen sind, vielleicht sind es auch die Bremsscheiben. Muss die hier gerade ordentlich bremsen. Alles klar, bis später. So, ganz schön außer Atem. Also ist ganz schön hier, aber wie ihr seht, alles endlose Schotterpisten. Keine Trails, nichts Besonderes. Also für Cross-Country-Fahrer ist das hier schön, aber zum Ballern gar nichts. Deswegen fahre ich jetzt in die Richtung, da steht mein Auto, dann wird aufgeladen. Und wir sehen uns später. So, ich habe noch mal kurz Stopp gemacht hier. Da drüben steht das Auto. Da irgendwo, da. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall ist das hier Vogelsang. Camp Vogelsang oder so. Das war wohl mal irgendein Stützpunkt, Drücken, Übungsplatz. So sieht's aus, die Karte. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Also, wir sind jetzt irgendwo, keine Ahnung, hier. Bin mir gar nicht genau sicher. Sind auf jeden Fall hier runtergefahren bis zu dem See und dann hier entlang, hier wieder hochgekraxelt, irgendwo hier durch und jetzt hier den Bogen wieder so zurück. Sieht größer aus auf der Karte als es war. Wir sind jetzt 13,9 Kilometer gefahren. Laut Apple Watch, fast eine Stunde, 328 Höhenmeter. Alles klar. Wir sehen uns später. Ciao, ciao. Gute Mittag, meine Freunde. So, wir sind jetzt wieder zurück bei mir zu Hause. Bike ist abgeladen und soweit alles in Ordnung. Ich werde gleich nochmal alle Schrauben nachziehen mit dem richtigen Drehmoment. Nochmal kontrollieren, ob die auch alles vernünftig gemacht haben in der Werkstatt, weil ich, wie ihr schon wisst, keinem vertraue.
Und ja, das ist auch der Grund, warum das heute der erste und letzte Service bei Cube war. Ab sofort werde ich alles selber machen. Weil ich habe auch gesehen, die haben nicht mal den Service-Intervall zurückgesetzt. Also wenn ich die Flow-App aufmache, habe ich immer noch den Status anstehen, E-Bike-Service fällig vor so und so viel Kilometern. Also, naja, anderes Thema. So, wo wir vorhin unterwegs waren, das habe ich nachher über Komoot rausgefunden, ist der Ruhr-Stausee. Ruhr ohne H. Der ist anscheinend der zweitgrößte Stausee in Deutschland. Haben wir leider nicht so viel von gesehen, weil ich nicht allzu viel Zeit hatte oder auch nicht heute keinen großen Bock hatte, da in der Gegend weiter rumzufahren. Hat mir da nicht so super zugesagt. Auf jeden Fall heißt es jetzt gleich, wie gesagt, das Bike nochmal checken, Akku komplett laden und für morgen steht wieder was Neues auf dem Plan. Was, kann ich euch noch nicht verraten, denn ich weiß selber noch nicht. Alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Tag, genießt die Sonne und das Wetter. Bleibt gesund, wir sehen uns, meine Freunde. Peace.